Ich kann dir gerade nicht folgen, weil immer noch die Aussage hängen geblieben ist, dass Jerami Grant in anderen Teams ein Franchise-Player wäre. War das nicht in Detroit? Nenn mir ein Team. War das nicht in Detroit? Teams wie Detroit haben gar nicht das Recht, dass man bei ihnen über Franchise-Player spricht. Sorry, wenn du... Sorry, das sollte, nein, das sollte als Regel eingeführt werden, wenn du ein Lottery-Team bist, wenn du um den zweit- oder drittschlechtesten Rekord mitspielst, dann hast du auch keinen Franchise-Player. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fired. Donnerstag 16 Uhr, zwei NBA-Debatten mit vorgegebenen Rollenverteilungen. Hier geht es heute um die Blazers. Die haben ja absolut überzeugt jetzt in der ersten Woche. 4-0 gegangen in den ersten vier Saisonspielen. Und jetzt geht es darum, können sie das halten und werden sie vielleicht sogar am Ende der Saison an der Spitze in der Western Conference stehen mit einem MVP-Kandidaten Damian Lillard. Und bei Sirius auf dem Kanal wollen wir uns heute nochmal intensiver mit dem Thema Russell Westbrook beschäftigen, denn die Lakers, genaue Gegenteil von den Blazers. Und die Stimmen werden immer lauter. Man muss Westbrook jetzt einfach traden. Das besprechen wir auf seinem Kanal. Wir haben seit letzter Woche wieder die NBA League Pass Codes für euch. Jede Woche als Verlosung mit dabei. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist ein Kommentar schreiben und euer Instagram-Handle dazu, damit wir euch kontaktieren können, wenn ihr gewonnen habt, sowie den glücklichen Gewinner aus der letzten Woche. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und dann noch ein Shoutout an unseren Main-Sponsor hier bei Shots Fired. Die guten Freunde von Kicks, von Ballern für Ballern. Ihr wisst Bescheid. Checkt einmal gerne die Website ab. Immer neue Releases, immer neue Sneakers, immer frische Klamotten. Wir sind sehr, sehr happy, sie wieder dabei zu haben, jetzt auch für diese Saison. Checkt gerne über unseren Link einmal auf die Webseite. Damit supportet ihr auch uns hier und unser Projekt. Und jetzt, Siebes, würde ich sagen, können wir direkt reingehen. Ich habe es schon gesagt, die Blazers 4-0 Start, überragend. Sie haben die Kings geschlagen, die Suns, die Lakers und die Nuggets jetzt in einem riesen Blowout. Damian Lillard sieht aus wie ein MVP-Kandidat. Meiner Meinung nach gehen die Blazers an die 1 oder an die 2 in der Western Conference, aber du meinst heute dagegen sein zu müssen. Ja, also erstmal bin ich gerührt davon, wie sehr du meine Expertise zu schätzen weißt, denn wir erinnern uns, letzte Woche in meinem Video hatte ich die Blazers ja mitgebracht als potenzielles Sleeper-Team. True. Da haben wir so ein bisschen drüber geredet, dass die Blazers gut sein könnten. Eine Woche später hier auf deinem Kanal sind sie sofort Contender. Also es ehrt mich wirklich. Aber sie haben ja noch 4 Spiele gewonnen seitdem. Ja, bei dir waren sie noch Sleeper, bei mir sind sie jetzt bewiesen. Ja, aber es ehrt mich trotzdem sehr, dass sie bei dir dann diesen steilen Werdegang gehen konnten. Ja, ich überlege immer, was denkst du über Basketball, und dann folge ich dem einfach direkt. Ja, ist eine super Herangehensweise. Trotzdem kann ich da heute einfach nicht mitgehen. Ich will mich heute nicht nur an der Sample Size aufhängen, aber wir müssen da natürlich starten. Ja, die Blazers sind ungeschlagen, aber ja, es sind auch erst 4 Spiele gespielt und sie haben overperformed. Sie haben bislang overperformed und das zeige ich dir jetzt. Na. Sie treffen aktuell 39,5% Dreier. Standard. Das wäre letzte Saison ganz klar Platz 1 in der NBA gewesen. Sie treffen aufgerundet 26 von 32 Freiwürfen in diesen 4 Spielen im Schnitt. Beides wären absolute Bestwerte in der NBA in der letzten Saison gewesen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, beide Werte werden sich der Norm anpassen, werden sich in 10, 20, 30 Spielen so ein bisschen nach unten korrigiert haben. Die Werte werden sich einpendeln. Dann schauen wir mal speziell nochmal aufs Shooting. Ja? Diese Blazers-Spieler, die ich dir gleich nennen werde, treffen gerade Dreier weit über ihren Möglichkeiten. Josh Hart 5% über Karriereschnitt, Dame knapp 3% über Karriereschnitt, Grant 15% über Karriereschnitt, Shaden Sharp ist Rookie, aber auch da lehne ich mich aus dem Fenster und sage, der wird nicht 57% über die Saison schießen. Nassir Little 12% über Karriereschnitt. Das sieht alles super aus, aber das ist nicht sustainable. Die Blazers sind ein Playoff-Team, ganz klar. Dame spielt bisher in dieser kleinen Sample-Size wieder auf MVP-Niveau und ich freue mich sehr für ihn und ich mag die Blazers sehr. Aber lass uns die Kirche im Dorf lassen, lass uns sie irgendwo zwischen 4 und 6 einordnen, aber ganz sicher nicht im Kampf um den Top-Seed im Westen. Kennst du das Phänomen, sich im Sommer in der Halle einschließen? Was, wenn die Blazers das alle gemacht haben und jetzt einfach diese Shooting-Werte der Standard sind? Doch, davon kann man schon ausgehen. Und wenn du schon mit den Prozenten kommst, was ist denn mit einem Anthony Simons, der aktuell nur 33% wirft, der aber in dem Spiel gegen die Nuggets in 6 Minuten gezeigt hat, wozu er eigentlich in der Lage ist und der normalerweise... Und das ist sein Standardlevel, was er abrufen wird. Das ist sein Standardlevel. So schießt er normalerweise über 48 Minuten. Aber
Ich gebe dir das mit den Statistiken. Klar werden die ein bisschen runtergehen. Aber guck mal, zum Beispiel die Orlando Magic. Wie stehen die aktuell nach 4 Spielen? 0-4. Mhm. Da sieht man doch auch den Weg schon, wo es hingehen wird im Laufe der Saison. Ich sage jetzt nicht, die ersten 4 Spiele geben direkt komplett vor, wo du am Ende landest. Aber es ist doch schon mal eine gute Richtung, die da aufgezeigt wird. Und die Blazers haben nicht, wie im vergangenen Jahr, vielleicht andere Teams, die einen guten Start hatten, irgendwelche Billigteams geschlagen. Klar, sie hatten die Kings mit dabei, aber ansonsten die Suns, die Lakers und die Nuggets. Egal wie trash die Lakers sind, du musst LeBron und AD erstmal schlagen. Sorry. Dann die Suns und die Nuggets sind absolute Contender in der Western Conference und die waren komplett fit. Die Blazers haben sie auseinandergenommen, ganz besonders die Nuggets. Die haben Nikola Jokic bei 4 Würfen gehalten und unter 10 Punkten. Jamal Murray unter 8 oder bei 8 Punkten gehalten. Die haben die mit 25 aus der Halle geballert. Und bevor ich jetzt weiter über das Team rede, wir müssen einmal kurz über ihn sprechen. Damian Lillard. Damit du an die 1 kommst oder an die 2 in deiner Conference, brauchst du einen MVP-Kandidaten. Du brauchst jemanden, der wirklich das Spiel absolut dominiert. Und es tut Damian Lillard in diesen ersten 4 Spielen. Er hat 2x über 40 Punkte gemacht, 3x über 30 Punkte. Sein Schnitt aktuell sind 33,3 Punkte bei 50% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie bei 10 Versuchen, 92% Freiwürfe getroffen, dazu noch 5 Rebounds, 5 Assists. Das ist ein Typ, der letztes Jahr gar nicht viel gespielt hat und bei dem die Leute dachten, mal gucken, wie er zurückkommt, mich eingeschlossen. Jetzt kam er zurück, 4 Spiele und er hat mich komplett überzeugt. Es ist wieder Dame Time und die Blazers gehen an die 1. Die Blazers gehen an die 1. Das heißt, sag mir ein West-Team, das aktuell besser aussieht als sie oder wo du denkst, die kommen weiter. Genau, du betonst aber die ganze Zeit dieses aktuell. Es sind 4 Spiele gespielt. Schauen wir uns die anderen Contender im Westen an. Genau, Suns, Warriors, Clippers, Nuggets, Pelicans, Grizzlies und Mavericks. Ich rede jetzt nicht von Top-2-Contendern, sondern Playoff-Contendern bzw. starken Teams im Westen. Du willst mir also sagen, dass diese Blazers hands down besser sind als jedes dieser Teams, die ich gerade aufgezählt habe? Ich glaube, dass sie eine bessere Regular Season spielen werden und das ist ja das, was wir hier debattieren. Denn so ein Team wie die Clippers, wir haben es jetzt schon gesehen in den 3-4 Spielen, die sie gemacht haben. Wie oft hat Kawhi Leonard gespielt? Wie oft hat Paul George schon gefehlt? Die nehmen doch diese Regular Season nicht wirklich ernst. Die kommen doch gerade erst ins Laufen. Das Gleiche sehen wir bei den Nuggets. Die strugglen gerade am Anfang. Nikola Jokic hat gesagt, die ersten 20 Spiele wird Jamal Murray Trash sein. Und in den ersten 4 war es jetzt auch so. Die kommen doch alle erst rein. Die Suns, jedes Jahr haben die Verletzungsprobleme oder fallen anderweitig aus. Deswegen, du kannst eigentlich fest davon ausgehen, dass alle Contender, wirklich ein Contender, die du mir gerade vorliest, außer die Warriors, werden Verletzungen haben oder werden Spiele haben, die sie einfach mal hergeben, aufgrund ihrer Rotation, aufgrund von Load Management. Und die Blazers sind heiß, die sind jung, die wollen sich jetzt beweisen. Und das Team ist tief, da kommen wir gleich dazu. No, das Team ist nicht tief. Das ist einer meiner größten Punkte. Nein, das Team ist 0,0 tief, aber gleich. Ich will erstmal was zu deinem Punkt sagen, den du jetzt genannt hast. Yeah. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht zum einen sagen, die Nuggets sind kein gutes Regular-Season-Team, die müssen sich erstmal einspielen, die werden jetzt erstmal Trash sein, weil Murray Trash ist. Weil er zurückkommt, ja, nicht weil Murray insgesamt Trash ist. Weil er sich erstmal wieder eingrooven muss und so weiter. Gleichzeitig hast du aber 2 Minuten zuvor den Sieg gegen die Nuggets als Statement-Win aufgezählt, den man hier so krass werten muss. Also beides geht nicht. Entweder ist es ein billiger Win oder die Nuggets sind gut. Beides kann ich dir wirklich nicht geben. Okay, kommen wir nochmal auf diese 4 Spiele zurück. Die Kings hast du selber dir eingestanden. Ist jetzt nicht der Statement-Sieg. Sabonis, Lakers, Fox, Damian. Sorry, also kann ich dir auch nicht geben, kommen wir in meinem Video dann später dazu. Warum? Der zweitbeste Spieler der Welt war auf dem, aller Zeiten war auf dem Feld. So, die Suns haben sie mit 4 Punkten in Overtime geschlagen. Das hätte auch genau in die andere Richtung ausgehen können. Genauso wie das Lakers-Spiel. Und es gar nicht. Dame Time. Damian Lillard ist nach vorne gegangen, hat das Ding. Es war ein One-Possession-Game. Westbrook. Und dann kam Jeremy Grant und hat es am Ende komplett zugemacht. Es war doch kein deutlicher Sieg. Und die Nuggets haben zur Halbzeit auch mit 6 geführt und dann kam das Anthony Simons Inferno. Und ja, wenn du 44 Punkte im dritten Viertel scorst und dein Guard dir 6 Dreier in Folge reinhaut, ja, dann gewinnst du so ein Spiel auch relativ deutlich. Aber die anderen 3 Siege waren mit zusammen 11 Punkten Vorsprung. Und jetzt zu sagen, die Blazers sind dominant und sie werden jetzt auch über die nächsten Spiele alles rasieren, kann ich dir nicht geben. Die nächsten 6 Spiele werden für mich ein guter Gradmesser sein, wenn wir uns das mal anschauen, gegen wen spielen sie jetzt in den nächsten 6 Spielen. Sie haben die Grizzlies, sie haben 2x die Suns und 2x die Heat. Danach sind 10 Spiele gespielt, dann können wir uns gerne nochmal hier hinsetzen und dann können wir gerne nochmal drüber diskutieren, ob die Blazers wirklich... Sie haben die Grizzlies, sie haben wen? Zweimal die Suns, 2x die Heat. Okay, also vor den Suns habe ich ja keine Angst, weil die haben sie ja schon geschlagen. Deutlich, in Overtime, genau.
Die Grizzlies spielen ohne Jaren Jackson Jr. Okay. Deswegen mache ich mir da auch weniger Sorgen, ehrlich gesagt. Und die Heat haben bisher auch nicht gut ausgesehen. Die haben gerade erst gegen Toronto verloren. Nochmal, lass uns doch bitte die Kirche im Dorf lassen. Ich gebe dir ja den Status Playoff-Team. Aber offensiv gerade Platz 9, defensiv Platz 8, Netrating Platz 7. Ja, alles Top 10 Werte. Ja, aber das ist auch realistisch. Ich sage ja nicht, dass sie kein Top 10 Team sein können. Da können sie gerne bleiben. Wobei ich glaube, dass die Defense auf Dauer nicht Top 10 bleiben wird. Die Defense die wird sogar noch besser. Nein, sie wird nicht besser. Doch, weil Gary Payton der Zweite zurückkommt. Der ist im Moment nämlich noch gar nicht Teil des Rosters. Aber der wird wieder zurückkommen und dann ist die Defense im Backcourt ja noch mal stärker. Du hast bislang auch erst gegen eine Top-10-Offense gespielt. Du hast unter anderem gegen die schlechteste Offense der NBA gespielt. Bisher wurde deine Defense auch noch nicht so sehr auf die Probe gestellt. Backcourt-Defense, würde ich behaupten, ist mindestens so schwach wie zu CJ-Zeiten. Also diesen Backcourt mit Dame und Simons, den kannst du genauso hart attackieren wie zuvor auch. Simons ist kein besserer Verteidiger als CJ. Aber ich Simons gibt sich mehr Mühe. Ich gebe dir den Punkt, dass die Guards, die von der Bank kommen, zum Großteil gute Verteidiger sind und dass Gary Payton der Zweite zurückkommen wird und natürlich ein elitärer Verteidiger ist. Trotzdem, die meisten Minuten gehen natürlich auf das Konto dieses Backcourts und der wird immer vulnerabel sein. Dann hast du, und da bin ich gespannt, wie du mir das gleich erklären willst, weil du gerade gesagt hast, die Blazers sind tief, was hast du denn auf der Bank noch unter dem Korb? Was hast du für die Spiele, für die Minuten ohne Nurkic? Denn Nurkic wird nie eine Saison durchspielen über 82 Spiele. Was hast du noch auf den großen Positionen? Wer kann dort legitime Minuten spielen beim besten Team im Westen? Okay, also bevor ich hier in deine Falle laufe, Thema Nurkic, ich will erstmal über Simons noch kurz sprechen, weil das sind einfach Zahlen, über die müssen wir sprechen. Und ich bin ja auch nicht dafür, dass die Blazers jetzt die Nummer 1 Defense stellen und schon gar nicht mit ihrem Backcourt, okay? Was ich sage ist, dass die Blazers defensiv mittlerweile so gut aufgestellt sind, mit den Spielern vor allem, die immer wieder aushelfen können, auch von der Bank unter anderem, dass Dame und Anthony Simons, der meiner Meinung nach mehr Mühe gibt als McCollum, trotzdem das Ganze noch so gehandhabt wird, dass die Blazers nicht komplett untergehen. Und dann ist es ja so, dass die Offensive der Blazers deutlich stärker geworden ist. Anthony Simons, letzte Saison, in der Zeit, wo McCollum und Dame nicht dabei waren, komplette Leistungsexplosion, hat im Schnitt 23 Punkte gemacht, 45 aus dem Feld, aber das Krasse ist, 42% von der Dreierlinie bei über 10 Versuchen und das in über 27 Spielen. Das heißt, das, was wir da gegen die Nuggets gesehen haben, das war kein Flug, das war keine einmalige Sache. Der Typ ist ein absoluter elitärer Shooter in der NBA. Damian Lillard und Anthony Simons, zwei Typen, die beide 10 Dreier pro Spiel ballern können und beide 40% dabei treffen, das musst du erstmal stoppen. Das ist ein Scoring-Backcourt, da kann niemand mithalten. Da kommen auch die Suns nicht hinterher oder die Warriors. Okay, die Offense wollte ich ja gar nicht so scharf kritisieren. Mir ging es ja eigentlich eher um die Defense. Nein, Offense Platz 9, realistisch. Da können sie sich von mir aus auch noch verbessern. Kann schon auf die 3 gehen. Aber du willst mir jetzt sagen, ja, wenn wir uns anschauen, dass die Blazers in den letzten 3 Jahren, ja, in der Defense auf Platz 30, 29 und 28 waren, willst du mir sagen... Das ist ein komplett anderes Roster. Du willst mir aber sagen... Das Team wurde doch ausgewechselt. Dass ein Starter, der sich jetzt mehr Mühe gibt, den Unterschied macht zwischen der schlechtesten, zweitschlechtesten oder drittschlechtesten Defense der NBA und einer auf einmal Top-10-Defense in der NBA, no fucking way. Von mir aus wird die Defense besser, aber ich gebe dir keine Top-10-Defense. Von mir aus hast du eine Top-10-Offense, du bist keine Top-10-Defense und deswegen bist du definitiv nicht ein Top-2 oder nicht mal Top-3-Team im Westen. Lass doch die Teams nochmal durchgehen, weil ich habe ja meine Perspektive genannt, aber jetzt möchte ich gerne deine hören. Wir haben die Suns, die Warriors, die Nuggets, das sind die Top und die Clippers. Das sind die Top-Kandidaten eigentlich auf die Spitze im Westen, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob du die Mavs hast und die Grizzlies wirklich als Top-Kandidat für die Spitze. Ich habe die Grizzlies insofern dabei, als dass sie als sehr, sehr junges Team noch mehr Effort in die Regular Season stecken werden als beispielsweise die Clippers. Hast du richtig gesagt, genau. Die werden viel resten. Okay, gut, da will ich ja nämlich hin. Dann sag mir doch, welche Teams wirklich so viel Mühe in die Regular Season stecken werden, dass sie an die 1 gehen können. Die Grizzlies? Die Grizzlies, okay. Die Grizzlies, aber die Grizzlies sind keine Mannschaft, die jetzt deutlich stärker ist als die jetzigen Blazers. Nein, und die Warriors und Suns werden sicherlich nicht den gleichen Effort in die Regular Season oder das gleiche Gewicht auf die Regular Season legen wie vielleicht in vergangenen Jahren oder wie vielleicht andere Teams. Aber diese Teams sind einfach so gut, dass sie trotzdem eine Vielzahl an Spielen gewinnen werden. Und sie sind
ganz klar besser als die Blazers. Und ich würde auch die Nuggets langfristig vor den Blazers sehen. Ich würde die Nuggets kann ich dir überhaupt nicht geben, weil wir haben von den Nuggets noch nichts gesehen und die spielen in einer Konstellation, in der wir sie auch noch nie gesehen haben. Und sie haben Leute verloren im Sommer. Das heißt, ich gehe nicht mit, dass ich sage, okay, die Nuggets werden da jetzt einfach mal so ganz easy oben sein. Okay. Regular Season Record ist ja die eine Sache. Du sagst, die Clippers werden nicht genug Spiele in Bestbesetzung machen. Da bin ich auch bei dir, das kann gut sein. Trotzdem müssen die Blazers gegen all diese genannten Teams auch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder viermal spielen. Mhm. So, und jetzt schaust du dir das an, wenn diese Teams in Bestbesetzung sind. Suns, Warriors, Clippers, Nuggets, Pelicans, Grizzlies und gerne auch Mavericks, auch wenn die einen langsamen Start hatten. Ich gehe nicht wirklich in diese Matchups und sage, ja, ich setze heute Nacht mein Geld auf die Blazers. Da werden zu viele Niederlagen am Ende deswegen unterm Strich du auch nicht, stehen. Deswegen kannst du auch nicht so viele Wettscheine in der Woche posten, wie du gerne willst. Nein, aber wirklich, ganz realistisch, bei aller Liebe. Ich gebe dir von mir aus, dass sie ein Top 4, Top 5, Top 6, na sagen wir Top 5, Top 6 Team sind im Westen, dass wir das Play-In vermeiden können. Aber du hast mir bisher noch nichts gesagt, außer dass sie krass werfen und dass sie eine gute Defense haben und eine sehr, sehr starke Offense, was mir zeigt, ja, okay, Top 2, Top 1 im Westen ist vielleicht realistisch. Also sie haben den vielleicht besten Scoring Backcourt jetzt in der Western Conference. Dann haben sie mit Jeremy Grant jemanden, und den schwächsten verteidigenden Backcourt in der Western Conference. Ich weiß, dir fällt niemand ein. Nicht, mir fällt niemand ein, aber ich habe jetzt keine Lust, diese Haarspalterei aufzumachen. Aber bei manchen Teams gebe ich es dir, ja, manche Teams sind besser. Sie sind nicht mit Abstand der schlechteste, will ich nur damit sagen. Und dann bin ich bei einem Jeremy Grant, der in anderen Mannschaften der Franchise-Player ist, jetzt hier unsere zweite oder dritte Option. Wir haben den Josh Hart, der sich jedes Jahr weiterentwickelt hat und besser geworden ist. Wir haben den Yusuf Nurkic, der bei der Eurobasket, wir haben ihn beide gesehen, wir haben gesagt, das ist der größte Mensch, den wir jemals gesehen haben auf einem Basketballcourt. Der Typ, wenn der auf dem Feld steht, kommst du nicht wirklich zum Korb. Wir haben Justice Winslow, Shaden Sharp, Drew Eubanks und Nasir Little. Und Gary Payton II. Ist noch nicht zurück. Ich kann dir gerade nicht folgen, weil immer noch die Aussage hängen geblieben ist, dass Jeremy Grant in anderen Teams ein Franchise-Player wäre. War das nicht Nenn in Detroit? Nenn mir ein War Team. War das nicht in Detroit? Teams wie Detroit haben gar nicht das Recht, dass man bei ihnen über Franchise-Player spricht. Sorry, wenn du... Sorry, das sollte, nein, das sollte als Regel eingeführt werden, wenn du ein Lottery-Team bist, wenn du um den zweit- oder drittschlechtesten Record mitspielst, dann hast du auch keinen Franchise-Player. Wer hat erstmal eine Franchise, dann hast du einen Franchise-Player. Jeremy Grant ist vielleicht bei den VfL Sparkassen Stars Bochum ein Franchise-Player, aber nicht in der NBA. Sorry, also jetzt müssen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen und er wird auch nicht seine 15% über Karriereschnitt Dreier weiterhin treffen. Da machst du es dir ein bisschen zu einfach, indem du sagst, ja, die werden alle diese Quoten werfen und Jeremy Grant ist ein Franchise-Player. Wir haben den besten Backcourt der Liga. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu leicht gemacht. Wenn er bei den VfL Sparkassen-Stars spielen würde, würdest du dann das Intro auch shooten mit ihm? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden würde Fall. Er ein extra Video aber der bekommen? Der würde ein extra Video wäre bekommen. Wäre da zumindest der Franchise-Player? Er wäre da der Franchise-Player, ja, doch. Okay. Würde ich ihm geben, so also, gerade eben. Schau mal, das Problem, was ich sehe mit diesen ganzen Teams, die du ständig nennst, die Warriors sind der Defending Champion. Wir haben es schon so oft gesehen, dass du als Defending Champion einfach nicht nochmal an die Eins gehst. Wir wissen bei den Suns, dass sie jedes Jahr Probleme haben. Wir wissen bei den Grizzlies noch gar nicht, was sie sein können. Wir wissen es bei den Pelicans nicht. Ich finde die Pelicans auch wirklich nicht besser. Bei den Mavs wissen wir auch nicht, was passieren wird. Es sind so viele neu zusammengemischte Teams. Die Nuggets hast du auch keine Ahnung, was passieren wird. Es gibt wirklich wenig Teams, die gerade schon so fest und sicher dastehen, wie es die Blazers tun, die starke Teams auch geschlagen haben, wie eben jene Suns beispielsweise, und die einfach mit einem absoluten MVP-Kandidaten jetzt schon in Topform an den Start gehen. Also ich muss sagen, die Pelicans gefallen mir bisher ziemlich gut. Die sehen schon ziemlich gut aus. Die Pelicans sehen schon ziemlich gut aus. Jetzt, wo Zion schon wieder raus ist. Du sagst wo gestern Brandon Ingram nicht gespielt hat und Herb Jones nicht und Zion. Und trotzdem drei Leistungsträger. Und schlagen sie trotzdem die Mavs? Ja, weil die Mavs da missgebaut haben. Aber die Mavs hast du ja auch als Contender für die Eins. Okay, ja, wir haben du hast ja alle für die Eins. Weil wir auch erst vier Spiele gespielt haben. Wollen wir noch über die Lakers reden? Nein, lass uns direkt in die Finals gehen. Lass uns sagen, ey, es hat eh keinen Sinn, die Blazers sind bei 4-0. Alle 4-0 Teams, die es jetzt noch gibt, machen ein Mini-Tournament um den Titel und dann haben wir die Saison gespart. Ja. Ja. Wäre angebracht. Wäre auf jeden Fall und angebracht. Und nochmal, du sagst, Dame ist ein MVP-Kandidat. Ja, ich kann dir auch ein paar andere Teams mit MVP-Kandidaten nennen. Also,
Wer spielt aktuell so? Wer hat die Zahlen und aber wer hat den Rekord gerade schon? Wir sind halt in der ersten Woche, was soll ich denn machen? Ja. Soll ich jetzt in Woche 10 projizieren? Nein, aber du sollst realistisch bleiben. Kann ich nicht. Die Blazers haben mich einfach in ihren Bann gezogen. Dann sind die Jazz für dich auch Contender und die Spurs? Die Jazz, ja. Nein, weil bei den Jazz noch alle Leistungsträger weggetradet werden. Das ist doch das beste Beispiel. Die Jazz und die Spurs werden doch auch nicht im Playoff-Rennen mitmischen. Ja. Sind aber gerade voll vorne mit dabei. Wette nie gegen Popovic. Ich glaube, heute prankt er mich ein bisschen und will gucken, ob ich auf seine Takes reinfalle, weil das kann nicht ernst gemeint sein. Ich glaube, dass diese Teams, die du gerade nennst, wirklich tanken wollen und werden. Und die Blazers haben keinerlei Ambitionen zu tanken. Nee, haben die Blazers nicht. Haben Ambitionen, einen bestmöglichen Rekord zu bekommen. Stimmt. Und den Heimvorteil zu bekommen. Und Damian Lillard ist in der absoluten Revenge-Season, weil er letztes Jahr komplett abgeschrieben wurde. Und jetzt hat er diese riesen Vertragsverlängerung nochmal im Sommer unterschrieben. Das heißt, er ist absolut heiß, diese auch zu beweisen. Anthony Simons wurde letztes Jahr so ein bisschen der Schlüssel zur Franchise gegeben. Er hat da abgeliefert. Dann wurde er vom Feld genommen, damit sie tanken können. Jetzt ist die Mannschaft da. Sie ist wieder komplett. Sie sind unverletzt. Sie haben Jeremy Grant dazu, sie haben Gary Payton dazu, sie haben einen guten Rookie am Start. Ich weiß einfach nicht. Ja, du warst gerade ausgewichen, jetzt fällt es mir wieder ein. Du hattest vorhin die Tiefe erwähnt. Da bist du noch nicht so drauf eingegangen, wo die Blazers tief sind und was vor allem auf den großen Positionen hinter Nurkic kommt. Ja, ich glaube einfach, sie können auch klein spielen. Ja, stimmt. Okay. Wenn Nurkic auf die Bank geht, würde ich einfach ein bisschen kleiner spielen. Okay, also. Weil dann kannst du den anderen Teams noch nicht weglaufen. Okay. Das ist die Definition von Tiefe. Wir haben keinen Ersatz auf Big und deswegen spielen wir klein. Ja, stimmt, weil wenn die Warriors ihren Big raustun, Kevon Looney, und dann kommt Draymond auf die 5, dann war es ja auch immer so, laufen sie von dem Matchup weg. Du sprichst gerade über einen der besten Small-Ball-Lineups, die wir je hatten. Ich glaube, wir sind langsam über der Zeit, ja. Leute. Thema Tiefe machen wir in der nächsten Folge. Haben wir heute keine Zeit mehr, leider. Das ist so ein umfangreiches Thema. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also ich bleibe bei dem Take. Ich glaube, dass die Blazers absolut an die 1 oder an die 2 gehen können. Du bist vehement dagegen. Auf deinem Kanal sprechen wir gleich darüber, ob man Russell Westbrook jetzt endlich mal traden sollte oder ob das überhaupt keinen Sinn macht für die Lakers. Checkt das auf jeden Fall aus. Schaut unbedingt auch bei unseren Freunden von Kicks vorbei. Gerade immer, wenn neue Sneakers droppen, auch von den Spielern immer wieder abchecken, gibt es auf jeden Fall sehr, sehr geile Aktionen. Immer frische T-Shirts, immer einen nicen Style. Deswegen einfach über unseren Link einmal vorbeischauen. Und wenn ihr den League Pass Code für einen Monat gewinnen wollt, dann einen Kommentar schreiben, Instagram-Handle dazu, damit wir euch kontaktieren können. Und dann seid ihr auch schon dabei. Das war's jetzt von uns. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Haut rein.